Clapnotes, das kleine mit den süßen Panzern, das Spiel. Seid ihr bereit? Ja. Matt! Ich hab dich einfach getötet. Ah, oh, nein, ey! Oh, fuck! Was? Yes! Was? Ja! Hallo! Wieso bin ich denn schon dort? Das ist doch absoluter Quatsch! Das geht doch gar nicht! Nein, 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 nein! Ja, genau! Ich will das in den Hirn zerwerfen! Ah, oh, Energieball! Nein! Schieß ab! Schieß ab! Holy shit! Schieß ab! Du Pissgerät! Fuck, fuck, fuck! Nein! Oh. Nein! Ja, ja! Oh! Oh. Soll ich loslegen? Sei bereit? Das ist immer noch die erste Folge? Nein. Nee, das ist jetzt die zweite. Okay. Willkommen zur zweiten Folge Beef Junior mit vier Teilnehmern, die unterschiedlich stark motiviert noch dabei sind. Wir sehen Trent, der sich seit der letzten Folge kein Stückchen bewegt hat. Gefühlslage. Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber ja, danke. Gregor ist dabei mit sehr viel Emotion beim letzten Mal. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Das nenne ich Optimismus. Gunnar, was ist los bei dir? Ich wundere mich nur gerade, dass ihr immer noch das Gleiche anhabt, nur ich nicht. Gunnar, es sind 2 Minuten seit der letzten Folge vergangen. Das müssen wir den Zuschauern einfach... Er wollte nur was Frisches anziehen, um zu suggerieren, wir würden nicht duschen oder so, wenn wir immer dieselben Sachen anziehen. Arschloch. Ja, so viel zur Lage der Teilnehmer. Ey, bei der nächsten Aufzeichnung dreht sich trotzdem das Gleiche an. Der Punktestand bzw. die Fähigkeiten der Teilnehmer könnt ihr anhand dieser Punkte nachlesen, die hier von rechts nach links gesehen wer hier führt und wer nicht führt. Ich habe 0. Das stimmt. Wir haben hier, gelb ist Gregor, wir haben grün als Gunnar und rot meine Wenigkeit. Das war aber erst die erste Runde, da kann sich noch eine ganze Menge tun. Großer Unterschied ist das nicht. Es kommen nämlich noch eine ganze Menge andere Spiele. Sehr viele andere Spiele. Eins davon kommt gleich. Und welches mag das sein? Ja, komm, nehmen wir Blur. Mario Kart mit echten Autos. Blur. Das habe ich aber damals gespielt, weiß ich noch. Ich kann mich nur kein Stück dran erinnern. Ja, Blur. Vielleicht für Trant was Gutes, um Punkte zu holen? Ich wähle Blur. Habe ich mir gedacht. Wie Mario Kart nur mit echten Karren. Damit wäre Blur eigentlich erklärt. Im Rennspiel sammeln unsere Spieler bis zu 3 Power-Ups ein, um den Gegner zu attackieren oder sich selber zu schützen. Obendrein muss darauf geachtet werden, dass das Auto durch schlechtes Fahren nicht demoliert wird. Insgesamt werden 6 Rennen im Duellmodus gespielt, also jeweils einmal jeder gegen jeden. Der Spieler mit den meisten Siegen bekommt zwar keine Sektdusche, dafür aber 3 Punkte. Der Zweitplatzierte fährt 2 Punkte ein und der Dritte einen. Platz 4 geht wie immer leer aus. Ich bin jetzt nicht so der Autospiel-Fan. Ich habe früher Need for Speed ein bisschen gespielt, die ganz alten, Need for Speed 1 und 2 und sowas. Und Hot Pursuit das erste, aber ich kann Autorennspiele nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie liegen die mir nicht. Ja, wenn es um Rennspiele geht, glaube ich, muss man Trant auf jeden Fall im Auge behalten, sonst wird es schwierig. Und aber ja, gerade bei diesen, man sammelt da Power-Ups ein und man weiß nicht, es wird immer der getroffen, der vorne ist. Man kann auch nach hinten, es kann alles passieren. Ja, das ist jetzt echt komisch mit Blur so. Tatsächlich habe ich das Spiel ja auch gewählt. Und jetzt hatten wir mal kurz Gelegenheit reinzuspielen. Das hatte ich ja vorher noch nicht gemacht. Und normal würde ich sagen, Rennspiele finde ich cool. Also das Rennspiel war ja auch eine der Disziplinen, die ich beim letzten Mal gewonnen habe. Ja, Schraubenschlüssel im Motor hier wird sozusagen Trant sein, muss man ganz ehrlich sagen, weil so Trant neben mir wirklich der Mit-Rennspieler-Fienste ist und vor allem der spielt auch wesentlich mehr Rennspiele. Wer es da raus hat, im richtigen Moment das Schild einzuschalten oder im letzten Moment irgendwie die Reparatur zu nutzen oder so ein Kram oder vielleicht hat er sich noch eine Homing-Missile aufgehoben und benutzt die dann, wenn jemand ihn überholt. Ja, das, also ich glaube, der Waffeneinsatz, der schlaue Waffeneinsatz wird bestimmen, wer hier Platz 1 macht und ey, keine Ahnung, ob ich das...
Ja, Trant, so das Leistungabrufen, glaube ich, kommt in Schüben bei ihm. Ne? Also er ist jetzt hier unterkante Oberlippe auf 180. Wenn du die Mütze nur kurz anhebst, dann spürst du schon, wie der Druck da rausdampft. Und alles allerdings, es reicht ein Erfolgserlebnis. Ne? Und dann dreht sich der Druck in Erfolg um. Wir müssen schnell weitermachen, damit Trants Adrenalinpegel nicht sinkt, glaube ich. Weil er braucht, glaube ich, für das Autospiel, das perfekte Rennen, auch Konzentration. Und die sehe ich da oben gerade nicht. Also, aber eigentlich unter normalen Bedingungen sollte er das gewinnen. Natürlich kann ich jetzt nicht 8 Spiele lang Grießkram sein. Ich versuche natürlich wieder diese Schmach von mir zu schütteln und ein fairer, wettkämpferischer Mensch zu sein. Ja. Es wäre jetzt ein Wunder, wenn ich gewinnen würde. Deswegen natürlich kein Joker. Also ich nehme ganz eindeutig den Joker nicht. Dann kann ich auch sagen, dass ich hier den Joker nicht einsetzen werde. Und wie gesagt, das ist mir zu riskant mit den Waffen so. Nee, den Joker werde ich auf keinen Fall nochmal ziehen. Bevor ich den Joker ziehe, müsste ich mir auf jeden Fall nochmal die Spiele zu Gemüte führen, die noch vor uns sind. Da sich die nicht in meinem Kopf befinden, muss ich die erst noch raussuchen. Und erst auf Basis dieser Information werde ich eine Entscheidung fällen, wo mein Joker gezogen wird. Okay, wir spielen Blur, das gute Autorennspiel. Der gute Gunnar hat gerade schon mal nach Cheatcodes geguckt, irgendwas gefunden? Ja, ich könnte ein Auto freischalten. Ein Auto, okay, das bringt nicht so viel. Nee. Dann gehen wir über zur Auslosung. Ich habe einen Eimer, weil ich mich gerade übergeben musste. Wir machen das so, wir greifen alle rein, wer das größte Stück hat, fängt an. Das größte Stück echt, oder was? Nee, stimmt gar nicht, da stehen Zahlen drauf. Stehen da Zahlen drauf? Dann ich will gar nicht anfangen. Machen wir gleichzeitig auf, oder was? Ja. Oh, ich will gar nicht anfangen, hab die 1, ey. Okay. Fängt da richtig geil wieder an, hier, die Scheiße. Klebt. Meine 3. Okay, 4. Dann ich gegen Dennis, okay. Ich hab das Z. Dennis Gunnar, danach Gregor Trant. Ja, 2. Wir beide spielen gegeneinander. Hey, oh, der ist ja so eklig warm, dieser Stuhl. Sag mal, Gunnar, hast du deinen Stuhl höher gemacht, damit du über uns sitzt? Du Sau. Hör das an. Hier, ich habe andere Höhenmeter hier. Mir wird ganz schwindelig. Gut. Dieses Schwein. Ach so, dann geht's gleich los. Okay, scheiße. Ja, weißt du, okay, so ein Pimmel fahren wir oder was? Oder ist das Sylt? Das sieht aus wie Sylt ein bisschen. Das ist ein Telefon- oder ein geiler Hörer. Schnurrbart. Das seht ihr doch. Okay, ich bin oben. Wieso startest du denn vor mir? Ja, das Karma. Das ist ja frech. Das ist schon mal gut, was ich habe. Ja? Klar. Oh. Uff. Okay, Takedowns gibt's ja nicht. Doch. Ja, aber nicht klassisch, oder? Weil, also es kann auf jeden Fall jemand geschrottet werden. Die Autos haben nur begrenzte Energie. Du hast Energie, aber du... Ah! Burnout-Style, die in die Bande treffen. Oh, fuck. Ah, alle drei daneben, ich Idiot. Nein. Der Dümmste. Oh, du Schweinepriester. Sagt man das noch, Schweinepriester? Oh, fuck, ich bin so scheiße. Oh! Hier, guck mal. Verkehrshindernisse. Uff. Nein, ich fahr auch rein. Gar nicht so unspannend, ihr beiden. Was ist das? Ah, ja, geil. Oh. Da. Sehr gut. Nimm den erstmal. Sehr gut. Und hier, nimm noch die Mine. Bitch. Und hier die auch noch. Scheiße. Geil, alles voll. Habe ich gar nicht was zu sagen. Geil! Getroffen, Alter! Boom! Nein! Nein! Ist das schon das Ende? Mm-mm. Eine Runde noch. Uff. Uff. Uff, sagt er. Uff, sage ich. Scheißdreck, ey. Okay. Oh. Eieiei. Dennis ist immer noch vorne, obwohl er so eine Scheiße gebaut hat? Ich kraft's auch nicht. Ich kraft's gar nicht. Da muss jemand noch größere Scheiße bauen als ich. Ja, Mann. Ah! Das waren keine Power-Ups, das Gegenteil. Wieso ballert ihr so viel? Letzte Runde. Fuck, das schaffe ich nie.
Oh. Komm, Gunnar, das kriegst du noch hin. Oh Gott. Ein gutes Item. Ich muss eigentlich auch für Gunnar sein. Ja, warum drücke ich Gunnar die Daumen eigentlich? Wieso, weil wir Boys sind? Ja, stimmt. Aber ich schaff's eh nicht mehr. Guck mal, der ist so weit weg. Scheiße. Oh, uff. Ja, scheiße. Aber an der Singularität vorbei. So, Gunnar. Jetzt fährst du einfach vorbei. Volle Pulle. Oh, Alter. Oh, ich bin so schlecht. Das gibt's doch nicht. Das kann's doch nicht sein, ey. Du bist immer noch nicht vorbei? Ey. Letzte Kurve, oder? Ich war richtig schlecht einfach. Ich. Ja, gut, dann nehmen die anderen beiden. Okay. Nächster, bitte. Let's switch. Scheiß Drecks-Kackspiel. Let's switch it. Ich hasse euch. Mann, ey. Wie kacke Dennis gefahren ist und ich hab's trotzdem nicht hingekriegt. Wie schlecht kann man sein? Okay, rolling gut. Start, ne? Tatsächlich, am Ende war es sehr verwunderlich, dass du da. Aber gut. So, gucken wir mal, was die Spackos machen. Wer ist oben? Gregor, ne? Was? Mhm. Oh. Ja, wo ist Trant denn? Ach so, der fährt andere. Okay. Könnte Gregor vorbeiziehen. Boah, schön gemacht. Alter, er war Hammer. Du bist ja ein krasser Dude, ey. Nee, nicht benutzen. Ach was, halt mal raus. Das Disco rechts? Och. Mitte. Die Strecke ist aber easy, ne? Den musst du abfeuern, ne? Sonst. Den zu carryen die ganze Zeit bringt nichts. Oh oh. Da war er. Aber irgendwie sind diese Items, die sind gar nicht so schlimm, ne, wenn man die abkriegt irgendwie. Nee. Man ist trotzdem echt noch viel. Und auch wenn man stirbt, verliert man irgendwie, glaube ich, nur eine halbe Sekunde, habe ich das Gefühl. Und die Gerade kommt jetzt gleich. Was wird das denn für ein lamer Boost? Distanzschuss-Blitztreffer. Oh. Ach krass, jetzt raff ich das Power-Up, was Trant da hat. Ja, das ist ganz geil. Also wenn man dran kommt, ne? Ja, das habe ich jetzt erst gecheckt, dass man halt da dran sein muss. Oh, krass. Jetzt hat er Schild, okay. Nee. Ups, ich wollte eigentlich wechseln. Egal. Der Rode, ja. Den brauchst du. Und dann baller ihn gleich weg. Ich hab doch. Hatte ich kein das Schild? War, es gibt das offensive Schild. Das ist kein Schild. Das ist kein Schild? Nee, das ist sein Energy Pulse Nova. If you know. Das ist doch purer Quatsch, ey. Sieht so aus wie Schild, aber isn't. Ja, 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 ja. Boah, mean, Alter. Die kommen natürlich vor dich. Das ist natürlich nicht so geil. Kann man den Roten auch nach hinten werfen? Alter, kein Hit. Kann man den Roten auch nach hinten werfen? Ja. Ist er dann auch Verfolgung? Keine trotzdem? Ahnung. Weiß ich nicht. Ich guck nie nach hinten. Boah, der hat ihn gecancelt. Wie hast du das denn gemacht? Ich glaube, der hat. Gregor, ey. Ah, ne, Trant. Ja, Trant war das. Ist schon letzte Runde? Ja, ist schon letzte Runde. Oha. Jetzt hat Trant Schild.
Boah, das war mega smart. Gut von eingesetzt, Trant. Ey. Trant ist vorne. Schießt nach hinten drei. Boah, Alter, das geht doch nicht. Doch, geil gelaufen. Na, mach ui, ui, ui. Ja, bin ich Junior wieder cool. Das macht aber schon Laune, das Spiel, ne? Wenn man das könnte. Ja, unlustig ist es nicht, wenn man die Items kennt oder so. Schön wegdrängen, ne? Das machen wir gerne. Schön nach hinten ausgelöst. Das macht er richtig gut. Der Schlingel. Oh shit. Oh, ich hab schon drei extra, ich voll Idiot. Ah, da ist er, okay. Schön am Rand. Du hast eine Abkürzung genommen, oder was willst du mir hier erzählen? Nee, im Ernst, das war eine Abkürzung. Du kennst den ganzen Scheiß schon. Boah, wenn die ankommen, oh krass. Okay, die Kurve. Wir wenig gesprochen hier, ne? Ist krass. Ist aber super spannend einfach. Es ist mit der Konzentration. Letzte eben, Runde, ne? Jetzt. Selbst beim, oh, Alter, selbst beim Zugucken. Oh, sammelt Dennis wieder. Ob das clever war da oben. Krass, Dennis gewinnt tatsächlich. Ja, na. Er macht das ganz gut. Ich glaube, du darfst Trant noch nicht abstempeln, ja? Oh! Oh, fuck! Holy shit, okay. Oh! Oh! What? Und kaputt das gemacht kann auch doch nicht noch. Sein, ey! Links frei, rechts frei. Wo hört der Hände in die Mitte? Und Schuld von Dennis, krass. Oh, jetzt nur noch nach Hause fahren. Heftig. Das war's. Krass. Trant, wirklich, ey. Zum Kotzen. Wirklich, Trant. Feste cool. Abkürzung, oder was? Wer glaubst du, wer du bist? Ich sag nichts. Ich hab Angst vor Trant. Die Hand, die ausrutscht. Ich finde Dennis echt am dümmsten von der ganzen Truppe hier. Ich bin Erster, geil. Hoffe, das bleibt so. Ah nee, du, hä? Ja, ich bin unten. Ach, du bist ja, unten, ja. Aber jetzt dreh ich dich erstmal. Oh! Oh. Gelaufen. Ich hoffe, jetzt darf ich nur keine Fehler mehr machen. Okay, scheiß drauf. Jetzt ziehen wir durch. Holy shit, warum? Okay, du brauchst die Grünen jetzt. Anders ja. Kannst du nur mit den Grünen. Scheiß auf die lila Dinger. Die Grünen, die Minen, der vielleicht. Wobei der auch nicht unendlich geht, glaube ich. Oh nein, aber da rein gefahren. Aber es ist eine lange Runde, ne? Es ist jetzt eine Runde noch nicht mal rum. Jetzt erst. What?
Geil, Schutzschild eingesammelt, das ist gut. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig, puppichtig. Genau, die Minen. Was? Ist das selber in die Luft gejagt? Okay. Sie sehen selbst. Ah, shit. Brauche ich nicht. Nee. Das Ding versagt irgendwann, die Homing Missile. Oder? Kommt sie? Nee, die kommt doch noch. Krass. Kein Problem. Mhm. Schutzschild. Schutzschild. Ich baller die mal nach hinten. Dreimal Schutzschild habe ich jetzt. Das ist ja perfekt. Die Homings erreichen dich gar nicht mehr, so weit bist du weg. Oh, ich hätte noch einen Schutzschild einsammeln können. Oder doch? Oh, fuck, wieso habe ich das Schutzschild nicht gewählt? Weiß ich auch nicht. Das war ich habe es gar nicht gesehen. Aber das ist egal. Hättest du noch hören können. Alter. Nicht getroffen? Gregor geil ausgewichen. Nix. Kollege. Ziel. Schön. Ja, es war halt... Pech, ne, am Anfang einfach. Das ist, ey, wer macht denn eine graue Wand auf eine graue Straße? Was ist denn das für ein... Das war natürlich Pech für dich, tatsächlich am Anfang. Pech, einmal raus ist, dann... Gut. Tut mir leid. Ab geht da, wer ist oben? Wieso bist du denn 2 Kilometer vor mir? Kannst du mir das mal verraten, Grégoire? Direkt neben mir. Dennis ist wieder oben. Nee. Ja doch, stimmt. Da. Wieder, es stimmt aber nicht. Oh, da sind auch so eklige Mauern in der Mitte, ey. Gut, dass ich das nicht fahre. Dennis hat einen Bumper. Da will ich wegschubsen, wenn er zu dir kommt. Ja, wir müssen jetzt Gregor Tipps geben, ne? Mhm. Gregor kriegt jetzt super Tipps. Den Bumper hat er nicht mehr. Ja. Gregor, ganz lange gerade jetzt. Lange gerade, kannst aber noch boosten. Jetzt Rechtskurve. Alter, lenk mich nicht ab. Okay, dann sag ich dir nicht die Kurven an. Dennis hätte es fast gelegt. Er boostet wie der Teufel. Aber es genügt nicht. Das ist doch immer noch erste Runde, ey. Lange. Immer noch? Ja. Da kommen lange Strecke. Oh. Alles nichts getroffen. Jetzt ein roter Panzer. Erste Runde rum. Macht er nichts. Sauber, Gregor. Was? Das ist geil abgewehrt, Gregor. Geil abgewehrt, Gregor. Baba, fuck. Schön. Schön fährt er. Ja, fahr schön weg. Dennis boostet hinterher. Er ist noch ein Stück weg. Ah, shit. Oh, 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 oh. Scheiß Dennis. Kommt er wieder? Mal reparieren. Kommt er wieder, der Scheiß Dennis? Er fährt eher in. Ne? Knapp. Scharfe Rechtskurve jetzt noch. Oh. Letzte Runde. Wer findet Dennis am dümmsten? Ich finde Dennis richtig uncool. Ich ernähre mich von euren Tränen.
Dennis ist echt scheiße. Ja. Richtig, richtig scheiße. Wieso durfte der überhaupt mitmachen? Ich bin ganz andere Gewichtsklasse. Ah, kack, Dennis, ey. Hat er alles gewonnen? Alle drei? Ich glaube, ja. Glaube ich, alle drei gewonnen. Ey, Karamba. Wie alle drei, der ist doch... Hast du auch schon dreimal gespielt? Ja. Alle verloren? Was ist das? Alles Trick oder was? Gunnar, wir müssen nochmal raisen. Ja. Bitte verliere Trant, okay? Wir dürfen Dennis... nicht so weit wegziehen lassen. Oh, nicht Schraubenschlüssel! Nicht das Schild. Nee, aber ich dachte, man könnte es vielleicht trotzdem damit abwehren. Ging aber nicht. Ei, was war das? Alter, Alter, ey. Alter Schwede. Ganz wirklich? Genau. Ganz super gut, genau. Oder was? Alter. Krass, er kann bremsen. Tja, und er hat eine Mine von mir gefressen. Ganz trocken, ey. Aber mein Wagen ist auch fast Schrott. Ah, jetzt nicht mehr, geil. Nee, nicht getroffen. Mhm. Das ist ja ein Auf und Ab hier. Kontrollpunkt. Ja. Mann, ey. Mega Glück, dass die Straße frei ist gerade. Rache. Uff. Eieiei. Ah! Scheiße! Das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Ich wollte doch dran. Oh oh. Gefährlich. Gefährlich. Der fährt in der Alter. Das war ja... Mega gefährlich. Super Trick. Wollte ich nicht, ey. Richtig dumm. Das war auch meine Niederlage jetzt, ey. Ist noch eine Kurve, Gunnar. So weit ist er nicht weg. Nein. Scheiße, ey. Ich brauch was Geiles, keine Mine. Das wollte ich shit. Oh oh. Mann, ey. Komm schon, wo bist du denn? Warum? Sind die Blitze so dumm, dass sie mich selber nerven? Wo bist du denn?
Alter, scheiße. Tja, das ja, war's. Okay. Ja. Wichtige Punkte. Scheißdreck! Da in der Mitte fahren, ey. Wie dumm bin ich denn? Ja, das war's, toll. Gut, willst du die Punkte vergeben schnell? Ja. Wollen wir das schnell machen? Ja, bitte, mach die Scheiße. Wollen wir noch was loswerden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist doch getürkt. Oder? Wie kann das sein, dass ich jetzt schon vorne liege hier nach zwei Matches? Waren das nicht Transdisziplinen? Das stimmt doch was nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und ich fühle mich auch gar nicht so wohl, weil als Favorit schläft sich mit einem Auge nur geöffnet. Ansonsten kommen die Backstabber. Ist so ein Erfolgstyp wie ich zufrieden mit dem dritten Platz? Nein. Natürlich nicht. Ich hätte gerne gewonnen. Ich wollte jedes Spiel bei Beef Junior gewinnen, diese Staffel, aber irgendwie ist das jetzt schon scheiße alles. So schlecht bin ich ja gar nicht gefahren, muss man sagen. So schlecht war es nicht. Es war ja recht knapp, was das eigentlich Fahren angeht, aber wie ich schon befürchtet habe, Blur, geht es nicht wirklich ums Fahren. Eigentlich würde ich sagen, es ist trotzdem maximal scheiße gelaufen. Fast maximal. Denn der Grund, warum ich ja nicht Erster geworden bin, war scheiß Dennis. Ja, selbstverständlich haben alle gedacht, Trant gewinnt, inklusive mir. Und das ist erstaunlich, dass er es nicht getan hat. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich habe es zwar gesehen, aber ich kann es mir nicht erklären. Ich habe einen coolen Move gemacht, den können wir uns mal angucken. Ey, was war das? Alter, Schwede. Ganz wirklich? Genau. Was ganz super gut, genau. Oder was? Alter. Habe ich schon ganz geil gemacht, aber sonst war das ja ein Rennen nach dem anderen voller Enttäuschung. Gunnar mag ich jetzt auch nicht. Also ich mag ihn ein bisschen weniger nicht, als ich Dennis nicht mag. Ihr wisst, was ich meine. Also ich habe ja eigentlich gedacht, dass Trant das gewinnt. Deswegen bin ich natürlich von seiner Leistung komplett enttäuscht. Also weil das war jetzt sein Spiel, das hat er gewählt. Beide Spiele hat er, glaube ich, gewählt, die wir jetzt gespielt haben. Beide konnte er nicht. Also was ist das denn für ein Typ dann? So, wer wählt denn solche? Also man wählt doch Spiele, die man kann. Und offensichtlich konnte er beide nicht. Ja, also ich werde mit dem gleichen Elan und dem gleichen Eifer auch die nächsten Ausgaben angehen von Beef Junior. Und ich meine, das wird auf jeden Fall. Oh Gott, ich hab's übertrieben. Scheiße. Gregor den darf man nicht abschreiben. Der ist gefährlich. Hilft mir gleich raus. Und schleimig. Und da muss man ganz aufpassen, dass er am Ende nicht noch irgendwo eine fiese Verbandelung, der wird sich irgendwie verbünden und dann von hinten aufholen. Also den schreibe ich nicht ab. Da sind auch noch einige Spiele bei. Ich glaube, Gregors Spiele kommen noch. Wobei, das haben wir letztes Mal bei Tetris, glaube ich, auch gesagt, ne? Ja, mal gucken, was Gregor macht. Gregor hat nicht ein Rennen gewonnen und das ist irgendwie ja bezeichnend, ne? Ein Mann gibt sich auf und mit ihm ein ganzes Land. Das war Blur. Punkte gibt's jetzt. Wer war letzter? Gregor anscheinend. Gregor hat die Farbe gelb. Gregor ist da. Für gelb 0 Punkte. Nee. Wer war vor Dritter? Dritter war Gunnar. Gunnar kriegt 1 Punkt. Gunnar ist grün. Grünes Bällchen für den Gunnar. Hier. Geht immer noch nicht? Ja. Geil. Dann bleibt noch über. Blau. Ich krieg auch 2 Punkte. Guck mal, der Trant ist gut drauf. Mal sehen, wie lange das anhält. Rutscht 2 die Hand Punkte. Nicht Zwei Jawohl. Punkte. Keiner hat einen Joker gewählt. Besser als was? 0. Ich krieg 3, weil ich ganz vorne bin. Top, top. Rein hier. Aber nicht die Grünen. Achso, doch. Scheiße. Ah. Nee, warte mal. Achso, warte, ich bin rot. Okay. Also, kann man das machen, jemand anderem seine Punkte geben? Darf man schon. Weil ich habe hier noch eine Brieftasche. Okay, 1, 2, 3. Das ist jetzt ein. Dankeschön. Das war Blur, ein atemberaubendes Rennspiel mit ja. Items. Das hast du ja toll ausgewählt. Ja. Wie werden das ausgewählt? Er hier. Warum hat Dennis schon 6? Hätte ich mal einen Joker nehmen sollen, ne? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, es ist auch eine Menge Glück dabei. Kannst oder? Du bitte Tschüss sagen jetzt? Seid ihr nicht mehr so gut drauf? Ich hatte das Gefühl, Trant war ein bisschen besser drauf als am Ende der letzten ja, Folge. Ja, es wird aber noch ein langer Comeback-Weg. Oder heißt es so? Egal, ihr wisst, was ich meine. Der Comeback-Weg. Ja, Comeback-Weg. Sag Tschüss jetzt. Ich genieße es noch. Na gut.
Bis zum nächsten Mal. Folge 3 folgt nach Folge 2. Das war sie. Tschüss. Ciao. Tschüss. Piss Scheiße.